Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei dem, was letzte Woche wichtig war. In diesen kurzen, knackigen und kompakt zusammengefassten Videos erfahrt ihr all das, was in der Flusi-Szene letzte Woche Wichtiges passiert ist. Unabhängig ob für X-Plane 11 oder den P3D und ohne lange um den heißen Brei drumherum zu reden, legen wir direkt los. Wir müssen uns nämlich mal ganz kurz über Flight Factor unterhalten. Wenn ihr diesen zugegeben etwas längeren Teil am Anfang dieses Videos gerne überspringen und direkt mit den News weitermachen möchtet, dann schaut am besten einmal ganz kurz in die Videobeschreibung. Da findet ihr nämlich einen Timecode, der euch direkt zu den News führt. Wenn ihr den Anfangsteil also nicht sehen möchtet, könnt ihr da direkt mit starten. Wenn ich ganz genau bin, dann müssen wir uns nicht nur über Flight Factor, sondern auch über deren A350 und über deren Kommunikation unterhalten. Da gibt es nämlich so einiges, was mir persönlich extrem sauer aufstößt und von dem ich nicht weiß, wie ich das in anderen Videos verwerten soll, deswegen kommt es jetzt hier in diesen News. Der A350 wäre dann nämlich sowieso drin vorgekommen. Als Warnung für all diejenigen Leute, die es vielleicht nicht wissen, dieser Beitrag kann Ironie und Sarkasmus enthalten. So, und wo das jetzt nun gesagt ist, kann es auch endlich mal losgehen, denn Flight Factor hat mit einem Stream auf Twitch, bin mir nicht sicher, ob der Streamer zu Flight Factor gehört oder nicht, auf jeden Fall hat dieser Streamer den Flight Factor A350 vorgestellt, was an sich ja schon mal nicht schlecht ist, denn das Ding befindet sich ja nun schon unendlich lang in Entwicklung, seit über 7 Monaten mittlerweile schon. Und der hat den halt vorgestellt und dazu so ein paar Sachen gezeigt und gesagt. So wissen wir jetzt unter anderem, dass der Flieger endlich WINAV hat, endlich SIDs und STARS fliegen kann und endlich Holdings fliegen kann. Abgesehen davon war es das aber leider auch schon wieder, denn ansonsten kann der Flieger nicht wirklich viel mehr. Flight Factor hat dieses Update ja nun wirklich großartig angekündigt. Man hat immer wieder Sachen geteasert, man hat immer wieder gesagt, man wolle daraus ein großes Update machen. Man würde Texturen verbessern, man würde das Modeling verbessern. Tja, und das, was wir in diesem Stream gesehen haben, das war irgendwie das komplette Gegenteil davon. Sicherlich kann der Flieger SIDs und STARS genauso wie WINAV von Holdings, aber das ist eine Tatsache, die sowieso schon von Anfang an hätte dabei sein müssen, die mich jetzt also nicht so wirklich vom Hocker haut und die eigentlich, je nachdem, was man denn nun glauben mag, von Flight Factor Anfang diesen Jahres hätte released werden sollen. Nun weiß man natürlich nicht, was sich hinter den Kulissen abspielt und ich möchte mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber 7 Monate Entwicklungszeit nur für SIDs, STARS, Holdings und WINAV? Mal ganz ehrlich, Flight Factor? Nee. Abgesehen davon gab es auch noch so ein paar andere Sachen, die mich ein bisschen, naja, haben nachdenken lassen, formulieren wir es mal so. Denn die Tatsache, dass das Ganze eben 7 Monate gedauert hat, lässt mich schon so ein bisschen daran zweifeln, was Flight Factor da eigentlich gemacht hat. Und die Tatsache, dass hier etwas angekündigt wurde, nämlich beispielsweise auch Überarbeitung der Texturen und des Modelings, die scheint hier einfach überhaupt nicht zuzutreffen. Ich meine, schaut euch mal im Hintergrund die Bilder an, die habe ich aus dem Stream rauskopiert. Ich habe mir einfach Screenshots gemacht von dem, was da gezeigt wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das, was da gezeigt wurde, wirklich sehr enttäuscht hat. Zumindest basierend auf dem, was Flight Factor angekündigt hat, hätte ich erwartet, dass hier eine wesentliche Überarbeitung stattgefunden hat. Ist aber anscheinend überhaupt nicht passiert. Also keine Ahnung, was Flight Factor da gemacht hat, aber an den Texturen haben die sich anscheinend überhaupt nicht versucht. Die haben hier und da mal ein paar Sachen ausgetauscht, aber verbessert worden ist da aus meiner Sicht überhaupt nichts. Das Ding sieht im Cockpit entweder genau gleich aus, teilweise sogar aber noch schlechter, wie ich finde. Mit der Meinung bin ich tatsächlich auch nicht alleine. Also es gibt diverse andere Leute, die das auch im Stream bemängelt haben. Das finde ich persönlich echt schade und es ist ein wirkliches Armutszeugnis, weil in diesen 7 Monaten der Entwicklung wirklich, boah, mehr oder weniger gar nichts gemacht worden ist. Ich weiß, dass das Update Freeware ist und dass man sich über Sachen, die Freeware hinzugefügt werden, eigentlich nicht beklagen sollte. In diesem Fall liegt das Ganze aber ein wenig anders, wie ich finde, denn erstens gibt es eine extrem lange Entwicklungszeit, in der zweitens was komplett anderes kommuniziert wurde, als das, was wir dann letztendlich im Stream gesehen haben, und drittens sind diese Funktionen, die hier hinzugefügt wurden, das, was eigentlich schon direkt von Anfang an hätte dabei sein sollen. Das heißt also, dass wir hier eigentlich nur ein sehr, sehr lange erwartetes Update endlich mal nachgereicht bekommen. Das ist zwar schön, dass der Flieger die Sachen dann kann, aber mehr dann eben auch nicht. So viel also zum Update an sich. Was mich persönlich aber wirklich am meisten aufregt, ist die Tatsache, wie Flight Factor hier mit ihren Kunden kommuniziert oder wie sie überhaupt kommunizieren bzw. wie sie Updates posten. Das Flight Factor 350 Update ist nämlich in der Vergangenheit immer wieder heftig beworben worden, so zum Beispiel mit Texturverbesserungen oder so zum Beispiel am 27. April damit, dass die Private Beta in der nächsten Woche starten sollte. Kurzer Reminder, das war am 27. April, ist also fast 2 Monate her.
Private Beta übersetze ich jetzt einfach mal mit Closed Beta. Ich habe aber nicht wirklich eine Ahnung, was genau die damit jetzt nun gemeint haben. Und dann nach ein bis zwei Durchgängen das Ganze in die Public Beta überführt werden sollte. Man kann es hier im Hintergrund auch nochmal sehen, das ist der entsprechende Twitter-Post. Sie haben also geschrieben, the home is to have it out for private beta next week and then public after one or two iterations. Und diese one or two iterations, das kann man übersetzen mit ein bis zwei Durchgängen. Das heißt also, aus diesem Twitter-Post geht für mich hervor, das Ganze sei in der privaten, also closed beta, und dann soll es in die open beta nach ein oder zwei Durchgängen gehen. Wie gesagt, das war am 27. April, also vor fast zwei Monaten. Das ist ja auch erstmal überhaupt nicht schlimm. Allerdings hat man seitdem nicht mehr wirklich was davon gehört, bis eben auf diesen Stream. Und in diesem Stream haben sie dann gesagt, dass das Projekt in der Alpha sei und nicht in der Beta. Da stellt sich natürlich die berechtigte Frage, was denn nun eigentlich der Fall ist. Sind sie in der Alpha oder sind sie in der Beta? Ich weiß es auch nicht so genau, denn letztendlich gab es da diese Antwort hier. Alpha, der Closed Beta. Hä? Ich persönlich bin mir überhaupt nicht sicher, was Flight Factor da macht. Und man könnte wirklich leicht in die Annahme verfallen, dass Flight Factor das auch nicht weiß. Denn diese Aussagen, die sie tätigen, die sind irgendwie überhaupt nicht eindeutig. Ich habe keine Ahnung, was die uns mit Alpha der Beta sagen wollen. Und dann dazu auch noch deren Twitter-Posts bzw. andere Kommunikationen von denen, die zumindest zu suggerieren scheinen, dass das Projekt weiter sei, als es dann eigentlich im Stream wirklich war. Oder dass Sachen passieren, die dann entweder nicht passiert sind oder irgendwie nur so halb. Man weiß es nicht so wirklich, was genau abgegangen ist im Hintergrund, und das ist leider das Problem an der ganzen Geschichte. Denn das, was Flight Factor da letztendlich abgeliefert hat, das deckt sich irgendwie überhaupt nicht mit dem, was die uns auf Twitter oder sonst wo die ganze Zeit erzählen und ankündigen. Nun muss man aber fairerweise dazu sagen, dass die Flight Sim Community gerne mal dazu neigt zu übertreiben. Und dass es dann dazu führt, dass gerne mal ein wenig zu hohe Ansprüche an das gestellt werden, was eventuell eigentlich gar nicht angedacht war. Tatsache ist aber, dass Flight Factor dem Ganzen mit ihrer wirklich gruselig schlechten Kommunikation nicht entgegengewirkt haben. Die haben das eher noch befeuert und damit am Ende einen Stream produziert, der die User, finde ich, zu Recht, vielleicht nicht unbedingt wütend, aber ja, zu Recht aufgebracht gemacht hat gegen das, was da gezeigt wurde, weil man sich eben aufgrund auch der Posts von Flight Factor Hoffnungen hätte machen können, die eben einfach nicht zutreffend waren. Fakt ist aber, dass auch ich mir wesentlich mehr erhofft hätte von dem, was Flight Factor da nun eigentlich gezeigt hat. Der Flieger bleibt hinter den Erwartungen zurück, was wahrscheinlich auch dadurch ausgelöst wurde, dass die Entwicklungszeit mit 7 Monaten wesentlich länger geworden ist, als das, was Flight Factor ursprünglich angekündigt hatte. Denn eigentlich sollte der Flieger, wie gesagt, Anfang diesen Jahres released werden. Das heißt also für ungefähr 6 Monaten. Dass die jetzt wesentlich länger gebraucht haben, wird mit Sicherheit irgendeinen Grund haben. Aber dass genau dieser Grund eben nicht nachvollziehbar ist und überhaupt nicht kommuniziert wird, was zu einer dermaßen langen und vor allen Dingen dermaßen verlängerten Entwicklungszeit geführt hat, das trägt sicherlich mit dazu bei, dass die Community, aus meiner Sicht auch zu Recht, verärgert über den sehr geringen Fortschritt dieses Projektes ist. Sicherlich sollte man sich auch immer an die eigene Nase fassen und sich fragen, ob die Erwartungen, die man an dieses Flugzeug gestellt hat, sich eigentlich mit dem decken, was der Entwickler angekündigt hat bzw. was er umsetzen wollte. Fakt ist aber, dass 7 Monate Entwicklungszeit aus meiner Sicht in keinster Weise das rechtfertigen, was Flight Factor da gezeigt hat, und dass die Werbung bzw. die Kommunikation von Flight Factor völlig fehlgeleitet war und aus diesem Grund definitiv überarbeitet werden muss. Was am Ende aus diesem Projekt noch herauszuholen ist, das werden wir leider erst dann sehen, wenn es herauskommt. SIDs, Stars, VNAV und Holdings werden auf jeden Fall mit dabei sein, vom Rest verspreche ich mir aber, nach dem, was ich in diesem Stream gesehen habe, überhaupt nichts mehr. Aus dieser ganzen Geschichte lassen sich aber aus meiner Sicht diverse Lehren ziehen, die sowohl für Flight Factor als auch für die Community interessant sind und von denen ich hoffe, dass sich sowohl Flight Factor als auch die Community sie zu Herzen nehmen, sodass am Ende eventuell eine weniger aufgeladene Stimmung entsteht. Für Flight Factor hoffe ich, dass die Kommunikation überarbeitet werden kann, sodass am Ende etwas herauskommt, was uns allen nützt. Dazu gehört die Tatsache, dass auf Twitter nicht einfach irgendwelche Sachen behauptet werden, die dann am Ende von der Community weder nachprüfbar noch nachschaubar sind, die also nicht weiter nach außen kommuniziert werden, und andererseits, dass wenn die Entwicklungszeit länger wird, denn natürlich kann es Gründe geben, weswegen die Entwicklungszeit länger werden kann, unvorhergesehene Sachen passieren immer mal, das ist auch überhaupt nichts Schlimmes,
dass aber genau das dann kommuniziert wird und dass vor allen Dingen gesagt wird, warum am Ende die Entwicklungszeit länger geworden ist, denn das fehlt mir hier komplett. Ich hoffe also, dass Flight Vector in Zukunft, falls es eine längere Entwicklungszeit gibt, genau kommuniziert, was eigentlich das Problem war, sodass sich die Ergebnisse, die am Ende dieser Entwicklungszeit stehen, mit dem decken, was die Community kommuniziert bekommt, demzufolge also auch, was die Community eventuell sogar erwartet von diesem Projekt. Ansonsten kann es nämlich passieren, dass die Community Dinge erwartet, die am Anfang mal kommuniziert worden sind, die aber aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen nicht eingehalten werden können. Wenn aber genau diese Ereignisse nicht oder nicht richtig kommuniziert werden, dann kommt es da zu starken Verstimmungen. Und genau das kann in diesem Fall passiert sein. Das bedeutet, dass Flight Vector die Außenkommunikation in Zukunft wesentlich verbessern und vor allen Dingen das kommunizieren sollte, was tatsächlich auch Phase ist. Ich habe keine Ahnung, ob die das wollen oder ob das auch angedacht ist, ich persönlich würde es mir aber wünschen. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir aber auch, dass die Community sich selbst hinterfragt und deswegen sich vielleicht mal die Frage stellt, ob die Erwartungen, die man hat, überhaupt erfüllt werden können bzw. überhaupt erfüllt werden wollen. Wenn man in Euphorie in Ankündigungen über irgendetwas verfällt, dann kommt es leicht mal vor, dass man versucht, in diese Dinge Sachen rein zu interpretieren, die da eigentlich gar nicht reingehören, beziehungsweise die nicht leistbar sind oder die nicht geleistet werden wollen. In solchen Situationen ist es schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren und es fehlt häufig an Sachlichkeit, die aber genau dann wichtig und angebracht wäre. Aus diesem Grund bitte ich die Community, bei solchen Ankündigungen nicht gleich in Euphorie und oh, ist das geil zu verfallen, sondern sich selber zu fragen, was man eigentlich genau erwartet, was von diesem Entwickler bekannt ist, also die Gesamtsituation im Auge zu behalten und darauf basierend evaluieren zu können, ob das, was man erwartet, überhaupt leistbar ist, ob der Entwickler das vielleicht sogar leisten will und sich nicht von seiner eigenen Euphorie übermannen zu lassen. Nichtsdestotrotz, und das ist nur meine persönliche Meinung, bin ich aber sehr enttäuscht von dem, was Flight Vector da letztendlich abgeliefert hat. Da hatten sie die Zeit und die Chance, etwas richtig Großartiges aus diesem Flugzeug zu machen. Und ja, man sieht ja selbst, was draus geworden ist. Das aber wie gesagt nur meine Meinung, eure Meinung dazu ist mir aber wichtig. Deswegen schreibt mir bitte in die Kommentare unter das Video oder auf dem Discord, was ihr darüber denkt, wie ihr das Ganze erfahren habt, ob ihr ebenfalls so wahnsinnig enttäuscht von dem seid, was Flight Vector da abgeliefert hat und wie ihr den Stream empfunden habt. Ich bin gespannt drauf, wie ihr das seht. Okay, eigentlich haben wir genug über Flight Vector geredet, aber das hier ist ja Newsformat und Flight Vector ist nochmal drin und zwar mit AVS, dem Airport Visual System. Das ist ein Add-on, was ich persönlich sehr, sehr gerne nutze. Es ist nämlich eine Moving Map, die anzeigt, wo man sich auf dem Flughafen befindet und zusätzlich dazu das Taxien leichter macht, indem sie ein Flughafen-Layout einblendet und man damit eben genau weiß, wo man sich gerade befindet. Dieses Add-on ist jetzt auf Version 2 abgedatet worden, was nicht nur diverse Fixes beinhaltet, sondern vor allen Dingen auch neue Funktionen. So merkt sich das Plugin jetzt die Funktionen, in denen es zuletzt gewesen ist und ruft sie beim neuen Starten wieder auf. Außerdem kann man jetzt Navigraph mit dem Plugin benutzen, das heißt man kann sich die Charts da einblenden lassen und zusätzlich dazu beinhaltet das Plugin jetzt Multi-Monitor-Support. Man kann es jetzt also theoretisch auf einem anderen Bildschirm außerhalb von X-Plane laufen lassen. Für diejenigen Nutzer, die AVS V1 bereits gekauft hatten, ist das Update auf die V2 kostenlos. Für alle anderen kostet das Programm weiterhin $19,99 im X-Plane Org Store. Und es gibt noch ein Tool, was wir heute in der News behandeln, nämlich XP-Realistic Pro Version 2. Schon wieder eine V2, in diesem Fall aber eine wirklich extrem umfangreiche. Für diejenigen, die nicht wissen, was XP-Realistic ist, hier eine kurze Erklärung. Es geht darum, den Sim insofern realistischer zu machen, dass zum Beispiel Schütteleffekte hinzugefügt werden. Wenn man zum Beispiel auf dem Boden rumrollt, dann wackelt das Ganze, dann wackelt das Bild. Wenn man sich in Kurven legt, dann versetzt sich das so ein bisschen. Oder wenn man zum Beispiel einen Kolbenmotor anlässt, dann vibriert alles, wackelt so ein bisschen durch die Gegend und genau dafür ist dieses Plugin gedacht. Und das macht es nicht einfach nur irgendwie, sondern dermaßen umfangreich, dass es für wirklich jeden nur denkbaren Effekt einen Slider oder teilweise sogar mehrere gibt. Man kann im Hintergrund sehen, dass es wirklich unglaublich viele Sachen gibt, die hier hinzugefügt wurden. Ich weiß zwar nicht warum, aber sogar für Sneezing, das heißt also für Niesen, wurde ein Effekt hinzugefügt, wozu auch immer man das braucht. Ich habe keine Ahnung, aber es gibt es
Und das macht das Tool wirklich extrem umfangreich und zu, ich finde, einem der besten Tools in diesem Bereich. Das Update auf die V2 ist für diejenigen Nutzer kostenlos, die es auf der firmeneigenen Website gekauft haben. Sollte man das Ganze aber über Threshold Store, SimMarket oder X-Plane Org Store gekauft haben, dann kostet das Upgrade 4,99 €. Aber fragt mich bitte nicht warum. Außerdem ist es möglich, eine 7-Tage-Demo-Version herunterzuladen, sodass man das Produkt vor dem Kauf testen kann. Und das ist ein wirklich netter Zug des Entwicklers. Und falls ihr euch dann entscheiden solltet, Xperia Realistic Pro kaufen zu wollen, könnt ihr das zum Beispiel im X-Plane Org Store oder über SimMarket tun. Link wie immer in der Videobeschreibung, kostet da ungefähr 35 €. Das war aber noch nicht alles, denn wir kommen direkt zum nächsten und zwar zu Vertical Sim Tampa. Tampa ist ein Airport in den USA, der gar nicht so weit entfernt von Miami liegt, er liegt also ebenfalls in Florida und genau dieser Airport ist jetzt für X-Plane 11 released worden. Dabei handelt es sich um eine angeblich sehr detailgetreue Umsetzung, die den Airport in seinem Status 2020 abbildet, also demzufolge sehr aktuell sein soll. Der Airport soll unter anderem sehr hochauflösende Bodenfotos featuren, dazu handplatzierte Autogenobjekte, handplatzierte Bäume, handplatzierte Büsche, handplatzierte Gebäude und noch eine ganze Menge mehr handplatzierte Sachen. Könnt ihr aber alles in den Featurelists nachlesen, die findet ihr wie immer verlinkt in der Videobeschreibung. Dazu hat das Ganze dann auch noch High Resolution PBR Ground Textures, das heißt also Projection Based Rendering Textures. Und SAM-Kompatibilität gibt's auch noch dazu, das heißt also, dass wir hier sowohl die Jetways als auch die Visual Docking Guidance Systems haben. Wen die ganzen restlichen Features jetzt auch noch interessieren, der kann in der Videobeschreibung den Link aufrufen, der führt euch auf eine Newsseite im Internet, wo ihr die gesamten Features einmal durchlesen und euch vor allen Dingen noch ein paar mehr Bilder dazu anschauen könnt. Und wenn euch das dann überzeugt hat, könnt ihr die Szenerie im Vertical Sim Store kaufen und zwar für $26.99. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und am Ende noch was ganz Kurzes und eigentlich fast schon Lokales, nämlich Aerosoft Ostfriesland. Das ist eine Geschichte, die wir schon früher mal in den News hatten, da ist das aber nur angekündigt worden. Jetzt haben wir ein paar Screenshots und zwar von der Insel Juist. Das ist ein Teil der ostfriesischen Inseln und Aerosoft zeigt sowohl die Insel als auch den kleinen Flugplatz darauf. Es soll aber nicht nur Juist, sondern eben auch die gesamte ostfriesische Inselregion umgesetzt werden, sodass wir am Ende nicht nur die gesamten Inseln, sondern auch die Städte darauf und die Flugplätze haben. Und das ist aus meiner Sicht eine echt coole Geschichte, vor allen Dingen für diejenigen Leute, die gerne VFR herumfliegen. Wie viel das kosten soll oder wann es herauskommt, das wissen wir leider noch nicht. Sobald sich das aber ändert, werdet ihr wie immer von mir darüber informiert. An dieser Stelle war es das aber auch schon wieder. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen, sonnigen und warmen Tag und sage auf Wiedersehen. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, macht's gut!